So. Okay, den Knopf raus. Ist der Weg denn immer noch da? Nee. Na gut, dann war das der geheime Raum von Lord Griffin. Der nicht so wirklich geheim war. Ich habe mir da irgendwas komplizierteres vorgestellt. Zumal man es auf der Karte ja auch sehen konnte. Aber naja. Das dürfte jetzt aber hier gewesen sein. Die Burg ist vollends geplündert. Also können wir jetzt rausgehen und zur dunklen Taverne. Oder wie das Ding genau hieß. Ja, ich glaube, nee, dunkle Laterne, nicht Taverne. Also zur dunklen Laterne und dann den Magier suchen, der da ja sein soll. Der uns hoffentlich wohlgesinnt ist. Und mit etwas Glück finden wir auch diesen Parserwall da. So, der Ausgang ist da hinten. Also einfach gerade durch. Und irgendwo links rein. Nee, noch nicht hier, sondern ein bisschen weiter. Aber ja, wie vorhin schon gesagt, für einen Starter-Dungeon ist das schon ganz schön happig. Mal schauen, wie der nächste wird. So, wir können hier nicht nach da gehen. Und nicht nach da gehen, sondern nur geradeaus. Ha. Er geht immer ein ganzes Stück auf einmal. Oh, was haben wir denn da? Ah, du wirst Parserwall sein, hm? Ich habe da einen Siegelring für dich. Seid gegrüßt. Ihr seht nicht wie ein Gefolgsmann des Kriegsherrn aus. Wie könnt ihr das wissen? Traut niemandem hinter den Linien. Selbst wenn ich euch nicht den Rücken zuwende, lasse ich euch dennoch am Leben. Ein viel zu gnädiges Schicksal für einen Feigling. Nur weil ihr lebt? Ich lebe auch. Und bin trotzdem kein Feigling. Lord Gryphons Burg liegt westlich von hier. Sie fiel dem Kriegsherrn zum Opfer. Niemand außer mir konnte entkommen. Verflucht seien meine Fähigkeiten. Ich wäre den ganzen Weg bis zur dunklen Laterne gerannt, wenn dies möglich gewesen wäre. Verzeiht. Aber wo befindet sich diese dunkle Laterne? Da drüben. Östlich von hier. Man kann ihre Spitze sogar von hier aus sehen. Der Zugang dorthin wurde von einem mächtigen Zauber zerstört. Ich fürchte, die dunkle Laterne ist unerreichbar. Wenn sie noch existiert, finde ich auch einen Weg hinein. Wenn ihr so willensstark bleibt, wird es euch gewiss gelingen. Einst gab es magische Dinge in der Burg. Vielleicht befindet sich dort noch etwas Nützliches. Ja, das haben wir schon geholt, weil wir so gründlich waren. Was für Fähigkeiten betrachtet ihr als Zeichen der Feigheit? Ich bin Parserwall, der Fährtenleser. Meine Wege liegen oft im Verborgenen. Auf diese Art konnte ich auch dem Schicksal meiner Kameraden entkommen. Und genauso werde ich zu Lord Gryphons Burg zurückkehren. Er ist ganz schön nervös, hm? Spielt immer an seinem Gurtzeug hier rum. Ich war in der Burg und habe euren Lord gesehen. Er ist dem Tode nah. Sie haben den Herrn einer Burg in ihrer Gewalt. Ihn erwartet ein langsamer Tod. Eure Worte haben mich tief getroffen. Konntet ihr denn gar nichts tun? Nein. Sein Lebenswille hatte ihn verlassen. Wenn Gryphon noch lebt, kann ich ihn retten. Er wünscht keine Rettung, sondern befiehlt euch die Flucht. Ihr sollt leben, um weiterzukämpfen. Das würde er nie tun. Ich glaube euch kein Wort. Er wusste, dass ihr versuchen würdet, ihn zu retten. Er gab mir dies. Lord Gryphons Siegelring. Er bat mich, ihn euch zu geben. Hätte noch Hoffnung bestanden, dann hätte er sich nie davon getrennt. Falls mich die Streitkräfte von Tempest haben wollen, werde ich mich ihnen anschließen. Edler Parserwall, kann ich euch irgendwie helfen? Nein, aber dies hier könnt ihr gewiss gut gebrauchen. Ihr werdet ein paar Goldstücke darin finden. Auch in einem eroberten Land können Münzen von Nutzen sein. Was ist mit euch? Oder teilt ihr euer Gold immer mit Fremden? Ihr sagt, ich sei kein Feigling. Allein dafür schulde ich euch Dank. Ganz gleich, was ihr vorhabt. Ihr werdet Münzen brauchen. Habt vielen Dank. Ich werde gewissenhaft damit umgehen. Die Götter seien mit euch. Möge das Heer des Kriegsherrn euren Zorn zu spüren bekommen. Das werden sie. Ich verspreche es. Gut, gut. Das hätten wir also auch erledigt. Und wir haben eine neue Tasche.
mit Münzen. Nein, die Münzen sollen da rein. Aber das waren bisher wirklich nur Taschen. Den ging jedes Mal das da oben auf. Aber was das da unten ist? Hm. Und die Taschen sind ganz schön riesig. Also die 5 Goldmünzen hätten nur so einen kleinen Fitzel hier weggenommen an Platz. Aber die Tasche gleich so viel. Da müssen wir noch jede Menge Goldmünzen finden, damit sich das rentiert. Ah, und man kann Sachen nicht direkt reinschmeißen. Ist auch schade. So. Na gut, also Passaval haben wir gefunden. Jetzt müssten wir zur Laterne. Aber ich will mal gucken, ob man auf der Karte auch direkt reisen kann. Nein, kann man anscheinend nicht. Gut, also Osten. Der Zugang ist zerstört. Doch ich will auch nicht hinüberschwimmen. Ah, das hat doch Stil. Oh, das sieht aber irgendwie nicht wie eine Taverne aus. Ah, die Steine lassen wir mal. Wir haben schon 3 oder 4 in dem Rucksack und die kleinen Steine brauchen wir eigentlich eh nicht. Druckplatten und Teleporter, das kann nicht gut gehen. Geht's hier irgendwo lang? Achso, das ist der Ausgang. Na gut, also lösen wir die Platte da aus. Mit mehr Steinen. Dann dürften wir rauftreten können, ohne dass wir beim Runtergehen den Teleporter aktivieren und irgendwo hingebracht werden. So, was machst du? Ah, okay, die müssen wir wahrscheinlich auch noch aktivieren. Und mit beiden zusammen geht die Tür rechts auf. Ja. Gut, dann nehmen wir den aber wieder mit, sonst haben wir keine großen Steine mehr. Und wieder wechseln. Ja, das Schild ist echt nervig. Uah. Okay. Eine Schlangenfaust. Eine bewaffnete Schlangenfaust. Ja, wir sind definitiv in der Behausung eines Magiers. Heilung. Und zwar eines Magiers, der keine Besucher mag. Wer weiß, wo der Teleporter hingeführt hat. Und noch eine Schlangenhand. Aber Gott sei Dank sind sie nicht viel stärker als die Wachen. Dafür droppen die auch nichts. Stein, okay. Ha. Wie wollen wir die Kugel anhalten? Also wir könnten unseren Block-Zauber benutzen. Aber sie können nicht davon ausgehen, dass wir es nicht schon gemacht haben. Also die Hersteller des Spiels. Heißt, wir könnten es wahrscheinlich einfach mit unserem Körper stoppen. Na komm. Nein, das war falsch. Oh, so viel dazu. Laden, wo war der letzte? Ach, du gute Güte. Na gut. Der Speicherpunkt war, als wir Lord Gryphons Raum geplündert haben. Na gut, dann mache ich jetzt kurz die Aufnahme aus und ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder vorm Eingang der dunklen Laterne stehe. Bis später. Also ich bin gerade aus Lord Griffins Raum raus und wollte eigentlich zum Ausgang zurücklaufen, wie vor dem Tod eben auch. Da ist mir aber aufgefallen, dass wir hier noch gar nicht lang gegangen sind. Also hier läuft ja immer dieser fliegende Totenschädel lang, aber dahinter waren wir noch nicht. Also umgeben wir mal den Totenschädel, soweit es eben geht. Kommst du hier auch vorbeigeflogen, oder? Ja. Und dann huschen wir da mal durch. Da waren wir, glaube ich, schon. Ah.
Kletterer nicht vor mir. Ah, schön, schön. Mehr Gegner, das heißt auch mehr Loot. Okay. Ein komisches neues Ding haben wir schon mal gefunden. Und noch ein komisches neues Ding. Würfel der magischen Verkleinerung. Hebt alle magischen Effekte auf innerhalb 3 Feldern Radius. Das klingt doch praktisch. Und das ist das? Oh, nicht zurück in den Totenkopf. Regeneriert 50 D10 Magiepunkte. Das ist eine Menge. Okay. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal hier vorbeizuschauen. Eine verschlossene Tür und Stein. Ah! Okay. Geh vorbei, dann huschen wir auch vorbei. Das ist eine richtige Todesfalle hier. Ja, definitiv eine Todesfalle. Okay, wir schlucken mal 1-2 Heiltränke. Also wenn hier nichts Ordentliches rumliegt, da haben wir einen Steinbruch, den wir verschieben können. Damit könnten wir die Kugeln aufhalten. Warten wir, bis sie das nächste Mal zurückgelaufen ist. Und hinterher... Oh, die geht dadurch kaputt. Das ist nicht gut. Mist. Hätten wir wahrscheinlich hier drauf gebraucht. Hm? Können wir das mit den Steinen irgendwie ausgleichen? Wenn nicht, wäre es richtig ärgerlich. Dann müssten wir unseren Block benutzen. Ah, gut. So, jetzt lauf zurück. Dann huschen wir da lang. Durchs Feuerregen. Ha. Huh. Hier ist nichts. Aber da ist noch was. Gut, hinterher. Ah, schön, die Tür ist auf. Jetzt sollte hier aber was richtig Schickes sein. Oh, oh, noch eine Etage. Ja, das Spiel gefällt mir echt. Andauernd kommen neue Kleinigkeiten. Also nur weil wir einen so einen Fitzel hier unten übersehen haben. Haben wir erstmal 2 neue Gegenstände gefunden und einen ganzen neuen Bereich. Ergib dich. Mit noch mehr Wachen. Und noch so ein 50 D10 Magie-Ding. Hm. Vielleicht hätten wir doch mal von vornherein Magier spielen sollen. Das wäre bestimmt interessant geworden. Aber lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Wir... Was wollten wir eigentlich? Ah, genau, auf die Karte gucken. Da kommen wir her. Hm, kleine Altarnische. Und ich verspreche dir einen schnellen. Und noch eine Goldmünze. Ah, stimmt, wir haben den Sack noch gar nicht bekommen. Naja. Oh, wir können mal gucken. Ja, wir haben jetzt durch den ganzen Dungeon durchgekämpft, gerade mal die Hälfte eines Levels. Und wer weiß, wie viele Levels es gibt. Das ist schon recht krass. Okay, haben wir was Rundes? Das ist hier nicht richtig. Den Siegelring? Das ist hier nicht richtig. 2-mal Yang? Das ist hier nicht richtig. Gut, schauen wir uns weiter um. Und das war's mit Umschauen. Ein runder Gegenstand. Was haben wir an runden Gegenständen? Nix, ne? Tränke, aber es wird auf jeden Fall nicht ein Schlüssel sein, der in Trankform ist. Hm. Ja, vielleicht müssen wir hier später nochmal hin. Was war das? Unkontrollierte Blitze. Nee, die wollten wir nicht. Der Wurfstern wird auch kein Schlüssel sein. Aha. Kann man die vielleicht irgendwie kombinieren? Nö. Na gut. Dann laufe ich jetzt wieder raus
zu dem Parsifal, red mit ihm und lauf dann zur dunklen Laterne. Vorher speichere ich nochmal kurz ab. Und zwar LP 005. Und bis gleich.